Willkommen damit zu Let's How Rhyme. Rhyme ist ein Indie-Game, welches vor gut einem Monat ungefähr auf allen gängigen Plattformen, PS4, Xbox One und PC, also auf Steam, veröffentlicht wurde. Eine Switch-Version soll auch folgen, diese allerdings erst Mitte bis Ende dieses Jahres. Rhyme ist grafisch und auch stylisch ein bisschen an der Legend of Zelda-Reihe angebaut. Und ich dachte mir, komm, ich schaue mir das Game jetzt mal an und zeige euch so, was es drauf hat. Denn ich bringe ab jetzt jeden Freitag ein Jetzt-Test, wo ich ein Game teste. Und ihr könnt euch da auch Wünsche überlegen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich hätte ganz gern, dass der Gamer-Code dieses oder dieses Game jetzt playt, dann lasst es mich einfach hier in den Kommentaren wissen, was ihr ganz gerne mal haben würdet, was ich mir von Game anschaue, dann würde ich es machen. Nun aber zu Rhyme. Ihr seht schon, das ist quasi Open World Style. Ne, man kann, ich spiele es übrigens, es ist relativ Open World Style, sieht grafisch auch sehr schön aus, muss ich sagen. Entschuldigung, also. Ja, ich spiele das Spiel auf dem Windows 10 PC mit einem Xbox One Controller. Hab eine GeForce GTX 1080 Grafikkarte und ein Intel i5 Prozessor. Also optimalste Bedingungen, um dieses Spiel jetzt zu spielen. Wenn man sich das hier mal. Als ich das mal so anschaut, das sieht grafisch echt wunderbar aus. Muss ich schon sagen. Also dieses Spiel gefällt mir sehr schön. Vielleicht das Play ist sogar nochmal eines Tages. Ja, worum geht das? Das hier ist der Hauptprotagonist und der begibt sich mit einem Fuchs, den wir scheinbar erst finden müssen, auf in ein wunderbares Abenteuer. Ist ein sehr schönes Spiel und ist halt einfach Open World, ne? Heißt, wir können überall entlang schwimmen, erkunden und erleben. Und das ist eine Sache, die ich sehr schön finde. Und ich werde mir das Spiel definitiv auch holen, sobald es auf der Nintendo Switch Konsole erscheint. Weil das Spiel lohnt es einfach zu holen, weil es ist wirklich ein super duper schönes, tolles Game. Und jetzt bringe ich hier rein. Ins Wasser. Und hier sehen wir die Überwasserwelt. Das erinnert ein bisschen irgendwie an Epsu. Natürlich ist die Unterwasserwelt jetzt nicht so schön gemacht wie die in Epsu. Aber auch doch schon sehr schön. Wenn man sich das hier mal anschaut. Oh, und irgendwann verreckt man, weil man nicht genug Luft hat, oder? Keine Ahnung. Schaut euch das mal an. So, da geht es nicht lang. Dann gehen wir da hinten aufs Land. Ja. Und das sieht da zum S-Zön aus, Grafels. Und erinnert auch ein bisschen an Zelda. Finde ich so, Zelda der Windberg auf dem Style am besten. Der gekostet hat das Game, ich glaube, ich weiß gar nicht, 30 Euro oder sowas. Also ist jetzt nicht die Welt. Vielleicht waren es nur 20. Irgendwie sowas um den Dreh habe ich es bekommen. Weil ich glaube, das wäre auch ein bisschen Sonderangebot. So, und hier geht's hoch. Und hier sind wir jetzt in der Welt von Rhyme. Hui, das sieht aber schön aus. Ah, also grafisch überzeugt das Spiel echt völlig. Ich bin echt verzaubert, wenn man sowas sieht. Oh, da ist ein Wildschwein, kleines, ist ja süß. So. Schön. Und hier kann man jetzt einen Haufen Sachen erleben. Entschuldigung. Das war jetzt ein bisschen dumm, so jetzt bin ich hier im Spiel. Aber schaut euch das mal bitte an. Okay, das sieht aus wie so ein Springbrunnen.
Frage ist, wo geht's jetzt hier weiter? Ja, also wir sind hier im Thrym auf einer einer Insel gestrandet, die man ja sehen konnte. Durch das Unwetter, was die sehr schön im wirklich traumhaft schön gemachten Intro ja schon bereits geteasert oder gezeigt hatten. Das war nicht so gut. Und ja, hier müssen oder können wir uns dementsprechend erstmal umschauen. Und werden dann wohl früher oder später unser Abenteuer erleben. Denn die jetzt noch scheinbar so friedlich scheinende Insel wird vermutlich sehr bald zu der Hölle. Dies kann ich mir zumindest vorstellen, dass dem so ist. Aber wie gesagt, wenn ihr wirklich euch überzeugen lassen wollt von dem Spiel, kauft euch das. Oder schaut es erstmal ein Let's Play eurer Wahl von dem Let's Player eurer Wahl dazu an. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt was von draußen ist, Let's Play ist das vielleicht auch nochmal. Ich wollte euch einfach nur mal anhand von dieser PC-Version das generelle Spiel einfach zeigen. Auch durch die leise Musik und so weiter erinnert das doch schon sehr an Zelda Breath of the Wild, muss ich sagen. So, hier oben scheint es lang zu gehen, da leuchtet etwas lila, wollte ich schon sagen, ne? Weil die Farbe ja auch lila ist. Schauen wir einfach mal hin. Ach du Scheiße, okay. Ja, wir haben es begriffen, die dürfen, können wir noch nicht hin. Okay, dann schauen wir jetzt halt mal hier hin. Und schauen, was wir haben. Vielleicht tut uns hier nichts und will zwar einen Weg versperren. Ah ja, hier ist ein Wildschwein, das ist schön süß. So, und jetzt wurde hier natürlich mal wieder schön diese Pop-Ups hier reingeklatscht. Die ist hier mit sehr schwerer Weise wegbekommen. So. Jetzt kann man sich wieder ganz aufs Spiel konzentrieren. Ui. Hier unten gibt es auch so ein Leuchtding. Ich weiß nicht, ob wir da hin müssen. Ich kann es mir aber vorstellen. Hui, und sogar den Sprung haben wir überlegt. Okay, interessant. So, die Frage ist nur, wie kommen wir hier hin? Hier gibt es irgendwo einen Aufstieg, ne? Oder? Das Spiel ist so traumhaft schön. Nee, können wir nicht hoch. Schauen wir uns vielleicht mal von unten an. Vielleicht hilft das ja. I mean, who knows? Nee. Alter, hier kommen wir hoch. Nee. Hä? Wie kommt man hier schon Insel? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch gerade auf einem ganz falschen Weg. Ich glaube, wir schauen erstmal, was es hier am Festland noch gibt. Das macht mehr Sinn. Denn diese leuchtenden Dinger gibt es überall, aber ich glaube, es ist ein Zweck, dass wir da einfach noch nicht hin können. Weil kämpfen kommen wir noch nicht wirklich. Wir können uns hier auch rollen. Mit der Taste machen wir ja Purzelbaum nach vorne. Der Taste hier können wir rennen. Ja, and that's it, mehr oder weniger. Ah, da hinten ist nochmal so ein neues Ding. Schauen wir zu dem halt mal zuerst hin. Vielleicht haben wir ja da Glück. Und finden etwas. Vielleicht ist das auch nur völlig für die Katz. Ich glaube es aber nicht. Aber es geht nur noch um erste Spielandrücke zu sammeln. Ich möchte euch ja in diesem Testparty nicht das ganze Spiel irgendwie spoilern, sondern euch einfach nur kleine Y. Schön. Das was wir machen. Jetzt weiß ich auch what to do. Hui, das ist echt schön, das Spiel. Also wirklich vom ganzen Style her, vom Feeling und so weiter. Das ist echt ein cooles und schönes Spiel. Auch von der Stimmung her. Muss ich sagen, dieses Spiel tut es mir gerade schon an irgendwie. Also,
Wenn die anderen Testspiele, die wir spielen, auch so geil werden, es hat ein paar wirkliche erachtliches Mankerl im Gepäck, kann das auch nicht gut werden. So, hier kommen wir jetzt aber scheinbar trotzdem noch nicht hin, oder? Der Weg hier scheint uns wohl noch versperrt zu sein. Okay. Raus aus dem Gebüsch. Aber hier war irgendwo auch noch ein... Hinten war auch noch so ein Ding. Oh, okay, das war wohl scheinbar nix. Könnte ich mir vorstellen. Ja, hier kommen wir immer noch hin. Okay, da ist gerade eine Familie. Dann schauen wir zuerst auf den Berg und schauen, was wir da vielleicht finden werden. Ich hoffe, wir finden da irgendwas. Aber wie gesagt, in diesem Testtomat, was jeden Freitag kommt, geht es mir nur darum, Spiele auch mal ein kleines bisschen anzuteasern, um euch zu zeigen, aha, was können die Spiele, wie sehen die Grafis aus, aber nicht, um jetzt hier alles zu spielen und zu spoilern. Dementsprechend ist das so, wie es ist. Ja, da gehen wir jetzt mal nicht hin. Denke ich mal, doch schon ganz gut. So, jetzt raus mal ganz schön, wie lange wir schon aufnehmen. Okay. So. Ich muss sagen, es ist erst ein schönes Spiel. Und der Preis lohnt sich auch definitiv. Und ja, ich warte wie gesagt nur richtig darauf, dass das für die Switch erscheint, weil ich bin eigentlich gar nicht persönlich so der große, ich sag mal, PC-Spieler. Also ich spiele schon viel und auch gerne am PC, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, nehme ich fast eher lieber Konsolen. Dementsprechend wird jetzt vermehrt auch Let's Plays oder Let's Tests zu Konsolen Spielen geben. Zum Beispiel nächste Woche ist auch ein ganz cooles, was auch ursprünglich so ein Indie-Titel war, den ich auch verfolgt habe. Und dann zuerst vom PC geholt hatte, aber noch nicht am PC Let's Played, sondern dann erst am Release von der Nintendo Switch. Es da so richtig gespielt gehabt hat. Also habe ich mir auch auf dem PC geholt und mir da auch angeschaut gehabt, aber noch nicht so wirklich gespielt gehabt. Weil ich bin nicht so der große PC-Gamer, abgesehen von Games wie GTA oder so. Call of Duty, die man halt vergebens auf der Nintendo-Konsole sucht. Spiele sind in der Regel eher Konsolen-Let's Plays, aber Konsolenspiele. Aber ja, es mache auch manchmal PC-Spiel, je nachdem, was auf was halt gerade Lust hat. So, hier ist irgendeine unsichtbare Mauer, die wir scheinbar irgendwie nicht umdringen können. So willst du mal aus dem Team Open World. Ich weiß. Nee, okay, kommen wir jetzt einfach de facto noch nicht so hin, wie ich mir das gerade denke. Dann kehren wir jetzt wieder zurück und überlegen uns weshalb. Ah, was haut das mal in den Himmel an? Das Spiel ist so traumhaft schön, wirklich. Das kannst du nur noch mal sagen. Ist auch schön, wenn man sich das so abends anschaut irgendwie, ne? Ja, gut. Falls ihr das heute am Freitag seht, heute Abend mache ich wahrscheinlich wieder ein Stream. Ich weiß noch nicht, ob ich den mache. Seht ihr dann, was alles. Mache es heute aber wieder ein. Und morgen ist auch Splatoon mit Splatfest. Möchte es nur kurz erwähnt haben. So, dann geht's jetzt wieder hoch, ne? Wo ging es zurück? Hier ging es zurück. Wir erinnern uns. Die paar Meter bis dahin, heute wird es noch schwimmen. Die paar Meter bis dahin sollten aber auch recht schnell vergehen. Et voilà. So, und hier haben wir wieder einen schönen, schönen Nachthimmel vor uns. Das Bild ist immer noch traumhaft. Einfach nur traumhaft. Gehen wir hier nochmal schön auf den Felsen. Haben wir nämlich auch noch einen schönen Ausblick. Schön. Wenn ihr mehr von dem schönen Spiel sehen wollt, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Vielleicht bin ich dann ja doch irgendwie
in der Lust und Laune so sitze, also das gerne so Let's Playen, kann mir das schon vorstellen, weil das ein doch eigentlich schon wirklich geiles Spiel ist, was auch echt Spaß macht. Und Grafik sieht es wirklich wunder schön aus, kann man es echt nicht beschweren. Sollte das Video gefallen haben, wie gesagt, würde mich meine positive Bewertung freuen. Ein Däumchen, wer träumsten wir alle zu diesem sagen. Das war's mit dem Video, Leute. Wir sehen uns nächsten Freitag zu einem Test wieder. Oder später zum Livestream. Oder zu sonst was auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Vormittag, Mittag oder Abend. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.